Hallo meine Freunde, alle Freunde, nicht nur meine. Ja, wieder mal Montag. Tage werden langsam kürzer. Es gibt vielleicht noch ein bisschen Altweiberherbst. Und dann werden wir mal gucken. Mal sehen, was heute auf dem Markt los ist. Oder wo die Strecke uns heute lang führt, wo wir heute spazieren gehen. Naja, alles wie gehabt. Ja, ein wunderschöner Herbst, ne? Ja, jetzt gehen wir ja auf den Roland zu. Da hat sich meist auch immer die Polizei positioniert und das Ordnungsamt. Na, da wo es hingehört, ne? Oh, scheint auch ein bisschen mehr Aufgebot zu sein. Ja, mal gucken, wo um die Ecke. Lassen wir uns überraschen. Wie immer. Waren wir doch in Berlin gewesen. Ja. Mit über 10.000 Mann waren wir da gewesen. War doch von der AfD aus. Ja, habe ich verfolgt. Und also war richtig gut, richtig Stimmung, war sehr anstrengend. Ja, sind doch weit gelaufen. Ne? Auch die Polizei, total in Ordnung alles. Ja, die Gegendemo war natürlich mit 1.400 Mann, waren wohl die Antifa da unterwegs. Ja. Aber die haben wir ja eh nicht für voll genommen. Das sind ja alles keine Normalen mehr. Weißt du? Das kannst du ja nicht mehr angucken, das Pack. Ja. Und im Endeffekt, wie fühlen? Bitte? Was nimmst du mit von Berlin? Oder was hast du mitgebracht? Ja, also das hat auf jeden Fall motiviert, ja, weiterzumachen, weil eben die Anzahl auch groß war. Ja, wie gesagt, über 10.000 war ja schön, ja. Thema und war ja nochmal? Thema war unser Land zuerst, ja. Heute ist angemeldet? Heute ist angemeldet, hat die Basis angemeldet heute, ja. Und jetzt darfst du auf eine Tüte. Jetzt können wir einfach richtig Krach machen, ja. Deutschland, aufwachen! Also ich gehe heute das erste Mal mit. Das erste Mal? Aus dem Grunde. Ich kriege ab nächster Januar kein Cent Geld mehr. Vom Staat auch nicht. Warum nicht? Ja, weil ich verheiratet bin, mein Mann verdient. Das reicht ja schon, wenn du 50 Cent mehr im Monat hast. Und schon kriegt die Frau keinen Cent mehr. Nicht mal vom Arbeitsamt steht mir was zu. Das soll euch scheiden lassen, wa? So ungefähr will der Staat das. Und das ist nicht normal. Das ist krank. So langsam wird es wieder dunkel, ne? Schon so in dieser kurzen Zeit. In die Zeit, ja. Ja. Vollmond haben wir auch. Vollmond, also dürft ihr heute Abend nicht hier, weiß ich nicht, irgendjemand anheulen. Sehen wir noch einer, ob sie weiterhin durchdrehen? Ja. Umso mehr Waffen hier geschickt werden, umso mehr wird durchgedreht natürlich. Ja, da kann man natürlich schön zurückschießen. Ja, anstatt sich mal am Verhandlungstisch zu setzen, ja. Und einfach mal sagen, so und so möchten wir das. Beide Parteien oder alle Parteien, sind ja nicht nur die Ukraine und Russland, sind ja andere Leute, die da auch noch Interessen haben dran. Weil sonst wäre dieser Krieg ja gar nicht entstanden. Bin ich jedenfalls der Meinung. Also wenn ich so ein Weltfriedensvorsitzender wäre von der UN oder was weiß ich, wie auch immer der heißt, dann würde ich sagen, ich würde plädieren für ein weltweites Waffenbenutzungsverbot. Ja. Jeder, der eine Waffe benutzt, unberechtigterweise, ist ein Mörder.
Und wird uns dementsprechend. Haben sie doch damals auch gesagt. Ich war ja mal Soldat gewesen, Zeitsoldat. Und da hieß es immer noch, Soldaten sind Mörder. Ja, das war Tucholsky-Spruch. Ja. Da hat man einen Aufkleber gemacht, da hieß es denn, Soldaten sind Mordskerle. Ja. Und dann gab es doch damals, glaube ich, ein Gerichtsurteil, dann durfte das ja nicht mehr gesagt werden. Ja, aber, deswegen hat er das abgewandt. Ja, aber letztendlich ist es doch so. Wenn ich Menschen erschieße, bin ich nun mal Mörder. Ja, ob das jetzt so aus Notwehr ist oder weil mir das einer befohlen hat. Warum muss man überhaupt auf Menschen schießen? Das meine ich. Ja? Deswegen, wie gesagt, ein weltweites Waffenbenutzungsverbot. Genauso eine Suchwirkung, wenn sie zu Hause bleiben, wie mit der Suchwirkung, wenn sie da sind. Oder was? Okay. Ja, ja, danke. Ja. Thank you.